Berechne die Kapazität eines Kondensators, dessen kreisförmige Leiterplatten mit 14 cm Radius 1 mm voneinander entfernt sind. Hier ein Modell eines solchen Kondensators. Wir wissen, dass der Radius dieser kreisförmigen Leiterplatten 14 cm beträgt, also 0,14 Meter. Wir wissen auch, dass die Distanz klein d zwischen diesen Leiterplatten 1 mm beträgt, das heißt 10 hoch minus 3 Meter. Gefragt wird die Kapazität C dieses Kondensators, Kapazität, die wir in Farad ausdrücken. Und um sie herauszufinden, nutzen wir diese Formel, C gleich Epsilon 0 mal A geteilt durch D, wo Epsilon 0 ungefähr 8,86 mal 10 hoch minus 12 Farad pro Meter beträgt. Den Flächeninhalt A dieser Kreisfläche finden wir natürlich durch Pi mal R Quadrat. Wir ersetzen Epsilon 0 durch 8,86 mal 10 hoch minus 12, R durch 0,14 und D durch 10 hoch minus 3. Und so finden wir, dass die Kapazität C dieses Kondensators ungefähr 5,46 mal 10 hoch minus 10 Farad beträgt.